Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Kleines Land von Kolle, den Ultra Mapping Man. Ja, ich hole mal einen Dreschkasten raus. Den sollen jetzt gleich in Einsatz kommen. Und wir brauchen da eigentlich nicht mehr alles hexen. Das ist schon mal ein Teil. Ernten. Ich habe ja schon Maisflicker gekauft und jetzt sind wir pleite. 3600 und eine Eurone haben wir noch. Von daher sieht es schlecht aus im Business im Moment, ne? Wir sollen uns nichts vormachen. So langsam brauchen wir Geld. Richtig Geld. Aber Missionsbusiness weiß ich auch nicht. Rüben ernten können wir. Ja, man weiß ja auch, wie lange du dabei bist, ne? Schwierig. Müssen wir mal gucken. Kommen wir vor, ausnahmsweise mal eben hier hin. Dann nehmen wir nämlich sämtliche Schilder mit. Kommen wir jetzt überhaupt an den Maisflücker wieder dran? Maisflücker, sehen wir jetzt gleich. Schwierig, ne? Ja, geht von gleich. Wie gedacht, ich stehe ja alles im Weg. Überhin. So, ab vor. Wir haben ein bisschen Druck. Wir haben nicht, wir haben zwei. Richtig ins Pflanzen, ne? Mir wichtig. Mit der Laden hier rein und noch. In diesem Dreschkasten ist immer eine komische Sitzposition, ne? Sagen wir, wie es ist. Da gibt ja schon welche, da sitzt der besser drin. In diesem sitzt echt komisch. Ey, guck mal, Vogelaussichtspunkte. Wir fördern die hier auf kleines Land, Naturschutzgebiet, weißt du? Kannst du dann mal für einen schlappen Taler dich 2 Sekunden auf den Hochsitz setzen. Und wenn du Glück hast, siehst du einen Piepematzen, ne? Aber meist sind die ja immer woanders. Ja, aber pff, schwierig. Sagen wir, wie es ist. Sagen wir, wie es ist. Guck mal, der Nachbar, der will da eigentlich da wieder drillen, aber ich weiß auch noch nicht. Erstmal jetzt unser, sehen, dass wir unsere Fläche fertig kriegen, dann gehen wir uns das Missionsbusiness. Was wir Geld kriegen. So ist der Plan. Hier so ein bisschen legen, das ist ja kein Problem, ne? Ein Sonnenblümchen können wir ja jetzt auch ernten. Die Mission können wir dann noch machen. Und die Rübenmission schwierig. Da bin ich mir nämlich noch nicht so sicher. Da können wir ein Bild machen, ne? Wenn wir hier schon gerade noch rumgefunden sind. Brrrr. Danke. Und jetzt geht auf die Straße. So eine gute Straße fördern. Und dann läuft der Laden. So durchs Tor, ne? Dann sind wir auch bald durch. Ich hab's ja immer gesagt, das ist keine kleines Land, das ist eine 16-fach Map. Ja, Sir, so viel to down. Wisse. Und siehst ja die weiten Wege, 16-fach Map. Wir fahren schon 5 Minuten hier. Kann's ja nicht sein. Wie sagt Colin immer kleines Land, weißt du? Puh, schwierig.
wollte ich mit mir sagen. Auch nicht so einfach. Hexer steht ja auch noch, ne? Ich glaube, ein Wagen Hexer haben wir noch voll später. Wenn das denn dann so alle hinkommt, wie es hinkommen soll, da bin ich mir noch nicht so sicher. Aber wir versuchen es. Kann man immer freundlich sein. Nee, nee, in Ansicht, da werde ich irre. Habe ich hier ganze Energie. Mal gucken, wie viel wir hier abdrischen können. Also ein paar Meter geht das auf jeden Fall, ne? Sollte man zumindest von ausgehen. Die Schweinehöfchen, ne? Ja, kannst Schweine züchten. So ein paar Schnitzelsteckdosen. Kannst du da wohl machen, ne? Ja, der Popper, ne? Wenn du mal angeln willst und so. Kannst du dir da keinen Zwang antun. Jetzt macht der Maisstrom kriegen Film. Ja. Klappern. Wenn man alles für Mopsi in Ordnung hat, ist ja immer wieder eine Überraschung. Ne? Mhm. Ist sogar nicht ein Schwatter und ein Maisstrom. Bin ja ganz ehrlich. So. Oho, oho, oho. Kommt der weg? Nee, da kommt er eben vorne. Nee, hier steht aber auch schon ganz schön viel Gras wieder direkt. Sieht aus, als wäre er schon wieder komplett erntereif. Das ist gut. Und eigentlich brauchen wir das Zeug. Also, uns geht die Arbeit nicht aus. Sagen wir, wie es ist. Und dabei haben wir ja ewig zu tun. Aber diesmal verkaufen wir, glaube ich, die. Nee, oder? Oder? Weiß ja auch noch nicht. So eine BWA wäre nicht schlecht, ne? Und können wir uns ja auf diesem Gebiet selbst platzieren. Das ist ja kein Problem. Nee, wir müssen erstmal Tallers machen. Wir müssen diesen Raschen mit ausnahmsweise verkaufen. Damit wir natürlich mal Geld finden. Anders wird's nicht gehen. Können wir immer nur kaufen, kaufen, kaufen und nichts bezahlen. Das geht. Sagen wir es, wie es ist. Das ist nämlich eine Schicki-Frage. Irgendwas wollte ich, weiß aber nicht mehr was. Fällt mir bestimmt noch hier noch wieder um. So vorne ist ungewohnt, ne? Wenn man sonst immer in Ansicht fährt, ist das schon ein bisschen komisch aus dem Ansicht zu fahren. Aber da kommt ja auch gar nichts runter. Nix kommt hier zusammen.
Die müssen wir aber auch so ein paar Grasballen für die Kühe dann lassen, ne? Ja. Ich glaube, das machen wir auch. Die wickeln nicht alles, sondern lassen ein paar Grasballen für die Kühe da. Das ist ganz gut. Zum Muck wieder. Wenn wir unten sind, können wir genauso gut diesen Hyundai holen. Wir müssen eh abtanken, ne? Ja, machen wir auch erst. Ne, rein theoretisch können wir den Häcksler jetzt mitnehmen. Den brauchen wir erstmal nicht mehr. Den können wir wieder Gras nehmen. Dann kann der auch zum Hof. Dann kann der weggestellt werden. Weil, dann steht er nicht hier so dumm rum. Klappt da mal eben das Röhrchen ein. Danke. Du kommst nämlich mit. Den Rest dreschen wir. Klar hätten wir was den Fermenter fahren können, aber wir haben genug Silage. Vom Gras und so. Der Brotfinger. Ist zumindest meine Denkensweise. So, Opel Betonmische. Goldmische ist er. Und dann kann es ein Goldpool voll. Das bräuchte man natürlich noch ein Plätzchen für unseren Häcksler. Damit wir ihn auch irgendwo unterstellen können. Schauen wir mal, wo wir ein schickes Plätzchen finden am Hof. Eigentlich da, wo der alte Ballenwagen drin steht, ne? Oder wir stellen hinten da einen Schuppen, wo der Eicher steht. Da neben ist ja auch noch so ein Schuppen frei, da passt ja auch wohl eben an. Geht genauso gut. Moin Mädels, alles frisch an heute? Sag mal, korrekt. Da freue ich mich. Wenn es euch gut geht. Ja, bin ich ja ganz ehrlich. So, hier. Wir können die auch mit dem Häcksler noch einfahren, ne? Steigen wir eben aus, machen wir eben Schoppe auf. Dumm die dumm, fahren wir die Maus. Die wieder drauf läuft. Hoffentlich passt der jetzt hier rein. Ja, wenn du fahren kannst, wird das vielleicht passen. Wo hängt die denn? Kann doch nicht sein. Kratzer, ne? Guck mal, dann haben wir aber auch erledigt. Schöpfchen dazu. Hier steht unter Dach. Dann haben wir. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!